Hallo und willkommen zurück bei Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Bei unserem tollen Ork-Schaman samt Trommel-Azubi. Der Azubi, der trommelt ja nicht mehr, das macht hier der Wassertropfen. Aber wir müssen für unseren Kobold, den wir hinten im, am See getroffen haben, noch Pfeifenkraut besorgen. In so einem Säckchen hat Gwynling immer sein Pfeifenkraut aufbewahrt. Naja. Ein solcher Orkhund hat Ritter Kruse heute damals die Kehle aufgerissen. Und seinem Pferd. Okay, können wir es so nehmen? Macht er ja bestimmt nicht. Dieser Köter ist im Weg. Ja, dann hier Fleisch. Fress, kleiner orkischer Kampfhund. Okay, einfacher als gedacht. Nix wie weg hier. Und dann bitteschön wieder hier hoch. Aber auch ein anscheinend blinder Wachhund. Ah, diesmal haben sie sich nichts zu erzählen. Naja, schön. Der sich da so einfach mit Fleisch ablenken lässt. Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. Ach, jetzt ist er plötzlich nicht wählerisch. So, jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Alter. Nein, bei den Zwölfen. Keine Sache mehr. Verstehst du nicht mal ein bisschen Spaß? Also gut, gebt acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle, sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Na, Hauptsache, nur ich weiß, wohin geht. Yes! Das war leicht. Aha. Ich finde da nie wieder raus. Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Na doch, da sieht doch noch ein Plan aus. Hier, Zeichnung. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Mhm. Nimm mal mit. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Ja, wie andersrum? So, Truhe, nehmen wir mit. Ist da eine Spinne drin? Eklig. Was will denn der mit der Spinne hier? An seine Unterhosen kommen wir auch nicht ran. Schale. Nische. Glas. Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht der in einer Vitrine? Vitrine? Einmachglas. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Mach Räuberleiter für Nuri, dann geht das. Was ist denn noch alles drin? Was ist das denn hier für... Okay, das ist definitiv irgendeine Echse, aber was das hier darstellen soll, keine Ahnung. Okay, Truhe. Was ist da drin? Mach sie auf. Ja, okay. Wie ist die Dame befiehlt? Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Na, bestimmt Nuri. Nuri kann das bestimmt lesen. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Um Gottes Willen. Steintafel. Was? Was? Hä? Wie jetzt? Matheaufgaben? Ja.
Komm, Nuri, du hattest das eben ganz gut mit den Zahlen hinbekommen. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Ja, kannst du das nicht hier auch angucken, wie die blöde Steintafel? Das hilft auch nicht weiter. Okay. Hier, Nuri, hier, Steintafel und guck da mal. Da muss der Forscher sein. Auf der Tafel steht etwas von einem Feenkunstwerk. Was? Nee, da steht gar nichts drauf. Da stehen irgendwelche, irgendwelche lustigen Matheaufgaben drauf. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Ja. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Was man nicht hier alles machen muss, dann mach mal hier Feuer. Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Was brauche ich jetzt hier, eine Kerze? Ach nee, hier haben wir Feuerstelle. Nur noch Kohlen und Asche. Können wir... Da? Da brennt nichts mehr. Alles schon verkohlt. Mitnehmen bringt der Forscher nichts. Scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Können wir die Decke drüber legen? Ich weiß nicht. Hier drüber? Wie komme ich darauf? Ja, keine Ahnung. Ich wollte das Ding jetzt anzünden. Okay, hier haben wir sonst nichts. Können wir hier raus? Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Okay. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Jetzt macht mal keine Hektik hier und... Also kommen wir da schon mal nicht zurück. Also beschränkt sich hier alles auf diese Ecke. Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Okay, da kommen wir nicht runter. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich hier irgendwas mit der Nische hier machen. Können wir hier in die Schale stecken? Das ist doch keine Vase. Egal, kann ich jetzt die Blume anzünden? Die Blume würde keine 5 Sekunden brennen. Okay. Holzkohle. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Es ist völlig verkohlt. Können wir... Ich bin etwas ideenlos. Okay, auch nicht an die Steintafel da irgendwie dran rumkratzen. Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Genau. Dreidimensional, Nuri. Also du hast ja hier Wünsche. Ich denke mal, wir müssen den Sommerling da jetzt mal befreien. Aber ich weiß noch nicht wie. Können wir die Steintafel einfach dagegen donnern. Hm? Nein. Doch, werfen. Holzkohle dran werfen. Nicht sehr schlau. Wieso nicht? Du brauchst das Zeug eh nicht. Kannst du eh nichts damit anfangen. So, warte mal da. Irgendwie, nee, können wir auch nichts machen. Ein paar Schädel. Feuerstelle, die wir nicht gebrauchen können. Ja, und jede Menge anderer Kram. Da müssen sie tatsächlich erstmal das Ding hier beleuchten. Und dafür, denke ich mal, brauchen wir den Schmetterling. Auch wenn ich nicht weiß, ob der tatsächlich leuchtet. Können wir Decke drüber werfen? Unwahrscheinlich. Nuri. Oh, halt, was? Nuris Lichtzauber? Nee, warte. Ich schaue mich mal weiter um. Nee, nicht Nuris Lichtzauber, dann wird die Arme ja wieder hier krank und so. Können wir... Du musst ihn befreien. Wir arbeiten dran. Wunderbar, funktioniert. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Ja. Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau.
Ne, aber das ist doch ganz normal, deswegen. Das Universum strebt halt zum Chaos. Deswegen geht. Oh, sieh mal! Geht Klaas ja auch kaputt. Wenn das Universum einen Hang zur Ordnung hätte, dann könnte man hier. Ja, Teller und Gläser an die Wand schmeißen, ohne dass sie kaputt gehen. So, dann reparier halt das Glas, bitte. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Genau. So, was haben wir denn hier? Können wir mal gucken. Bringt uns das was? Können wir das mit dem? Das mit dem? Das mit dem jetzt? Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Okay, eigentlich habe ich jetzt gedacht, man könnte jetzt hier Zeichnungen und so... Faden? Was will ich denn jetzt hier mit dem Faden? Hä? 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 Was soll denn der Mist? Was ist das? Ein Spiel? Ja, aber keins, was ich verstehe. Was ist das? Ein Spiel? Ändert sich da was? Nee. Ich kann jetzt hier. Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt dir Schatten einen Ort auf der Karte. Hm. Also immer nur zwei Fäden. Aha. Zwei Fäden. Okay. Das heißt, da und da. Und der. Na, der hier hin. Okay, das bringt nicht allzu viel. Der. Na, komm schon. Okay, das ist nicht wirklich gekreuzt. Wieso geht das jetzt nicht ab? So, wie weit kann ich denn die eigentlich hier verbinden? Alter Falter. So, machen wir mal hier die ganz billige Version. Aber nicht mehr? Nur zwei Fäden. Aber welche? Verdammt, ich weiß einfach nicht, wonach ich suchen soll. Naja, deswegen welche Fäden und dann auch wohin? Hilft uns die Steintafel da irgendwie weiter? Nein. Guck dir die mal an. Vier und vier. Ah, okay, Moment, das ist dann vier und vier. Also einmal, nee, eins und vier, vier und eins. Das sind halt die Fragen, nee, sechs und drei, deswegen, das sind doch keine sechs Dinger da. Hä? Auf jeden Fall, das sind irgendwie die Stellen, die das Ding markiert. Einmal hier irgendwie, was weiß ich, Minenschacht, lustige Krabbeltiere, was auch immer und Diamanten. Was? 5 mal 1? 3 mal 6? Okay, also es ist halt auf 6. Im Prinzip haben wir 6 Tropfsteine und 6 Stalaktiten und 6 Stalagmiten. So.
Und 6 ist hier auch das höchste. Ist jetzt nur die Frage. Wir brauchen 2 Seile, also das da, das da, aber wie wird denn das dann gezählt? Gucken wir mal, 4 und 1. Sagen wir mal 4 und 1, 2 und 4. Nee, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Also, 4 wäre da. Und 2 und 4. 1, 2, 3, 4. Da. Können wir jetzt da irgendwie... Nein. Irgendwie irgendwas machen? Also ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt halt einfach nur hier so... 4 und 1 und 2 und 4 hier irgendwie verbunden. Aber ich weiß halt nicht, von welcher Richtung man zählt. Können wir hier wieder raus? Also irgendwie hat das es nicht gebracht. So, nochmal hier. Na. Nochmal angucken. 4 und 1. Oder ist... Was ist hier die Stalaktiten und was sind Stalagmiten? In der Gleichung. Machen wir mal hier 1 und 4, 4 und 1. Da können wir ja eigentlich nicht allzu viel verkehrt machen. Außer halt alles. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Mhm. So, das ist das, wie ich eigentlich auch gedacht hatte. Deswegen 1 und 4, 4 und 1. Okay, jetzt könnte natürlich sein, dass die Stalaktiten und andersrum halt gedacht ist. Okay, was haben wir dann? 6 und 3, 2 und 4. 6 und 3. 6. Und was war das andere? 2, 4. Was ist das? Ein Spiel? Nein, 2 auf 4. Okay, dann machen wir es mal andersrum. Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden. Ja, Stalaktit. Geh mal, mach mal weg. So, was habe ich jetzt gesagt? Was wollte ich jetzt hier? Andersrum, 6 auf 3. Das war 2 auf 4. Ja, das war dann nicht. Nicht so gedacht. Ah, super. Ein Stalagmit und eins von... Ja. Also eigentlich sollte der dann jetzt da auch irgendwie was dazu sagen.
Was ist das? Ja. So macht das keinen Sinn. Deswegen eigentlich müsste er jetzt dann halt dazu sagen, ja, das ist jetzt hier ja, bei den fröhlichen Spinnen. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. So, können wir denn dann sonst noch 2 auf 4? Ja. Weil das macht dann halt hier keinen Sinn. Da ist das nämlich hier nur einfach so diagonal gespannt. Deswegen, er sagt dazu dann halt auch gar nichts. Das ist halt irgendwie das Bescheuerte. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Ja, deswegen 1 auf 4 und 4 auf 1. Könnte sein, dass es halt wirklich andersrum gedacht ist. Halt 1 auf 4, 4 auf 1. Auf 1. Vier auf 1, 2 auf 4. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Okay, also von oben eigentlich gezählt. Von den Stalaktiten muss man irgendwie dann zählen und nicht von den Stalagmiten. Okay, wir wissen, wo der Forscher steckt und dann begeben wir uns zum Forscher in der nächsten Folge. Bis dann!